gemerkt, es geht um die Menschenrechte. Möchten wir Sie zu Wort kommen lassen, ja oder nein? Ja! Die Vorsitzende hat jetzt das Wort. Also, ich möchte Ihnen sagen... die Vorsitzende des Akademischen Senats ist die amtierende Präsidentin der Universität. Wir haben gerade Mitarbeiter aus diesem Gebäude einen Anruf zukommen lassen, dass sie sich bedroht fühlen. Ich möchte nicht, dass wir hier die Situation eskalieren, die Polizei holen müssen. Nein, die Polizei ist nicht da. Das sind ganz normale Streifenbeamte hier, aber es ist nicht die Polizei. Meine Damen und Herren, ich versichere Ihnen, ich bin die Einzige, die das Hausrecht hat und ich werde nicht die Polizei holen, um das hier räumen zu lassen. Deswegen stehe ich hier. Ich stehe hier, weil ich mit Ihnen sprechen möchte. Aber nehmen Sie das bitte ernst. Die mitreden wollen, das verstehe ich. Aber hier findet eine Sitzung statt des Hochschulrats, der Tag in den Räumen der Universität. Wenn der Hochschulrat möchte, dass Studierende an seiner Sitzung teilnehmen, dann muss der das beschließen. Das kann ich nicht. Ich kann das nur vermitteln. Das will ich auch gerne tun. Aber wenn ich vermitteln soll, dann müssen Sie akzeptieren, dass ich jetzt in dieses Gebäude gehen kann und mit denen spreche. Und die Geschichte ist, einen Buhmann rauszustellen und ihnen dann eine Strafanzeige aufzudrücken. Also ich bin jetzt angeblich laut Polizeiversammlungsleiter. Ich distanziere mich davon, weil hier gibt es keinen Versammlungsleiter. Und ich glaube, wir können auch, um auf die Befürchtungen von irgendwie Bedrohung zu antworten, versichern, dass keine Gewalt an einer lebenden Person ausgeübt wird. Ich habe hier das Hausrecht und die Polizei kann nur geholt werden, wenn ich das Hausrecht ausübe oder wenn hier Straftaten passieren. Und Sie haben hier gerade gesagt, es passieren keine Straftaten. Wir haben gesagt, es passiert keine Gewalt an Personen, aber... Der Hochschulrat ist in der Roten Baumschusssee, nicht hier! Also, nochmal zur Klarstellung. Der Hochschulrat tagt jetzt in diesem Gebäude, vor dem wir alle stehen. Die Vorsitzende des Akademischen Senats möchte jetzt da reingehen, um zu vermitteln, dass hier Studenten vor dem Gebäude stehen, die an dieser Sitzung des Hochschulrats friedlich sich beteiligen möchten. Sind wir dafür, dass die Vorsitzende des Akademischen Senats da reingelassen wird, und zwei weitere Mitglieder des Akademischen Senats? So, deswegen würde ich vorschlagen, um festzustellen, ob wir hier tatsächlich vor einem leeren Gebäude stehen, dass wir dann noch einen aus dem Akademischen Senat in studentischer Begleitung rein. Mit zwei Studenten.
brauchen wir gar nicht zu reden. Haben Sie bloß Angst vor uns? Also wir wissen noch nicht. Es wird gerade abgestimmt. Die Vereine stimmen gerade ab, ob Studenten an dieser Versammlung teilnehmen dürfen. Bis dahin wird auch Herr Schnapp in studentischer Begleitung dort nicht zugelassen. Beobachten, ob der akademische Senat da drin ist. Denn die Vereine hinter der Drahtgittertür lassen Herrn Schnapp unter studentischer Begleitung da nicht rein. Das ist also egal. Jetzt gerade wird darüber abgestimmt, ob... Und weil wir gegen diese verfehlte Bildungspolitik hier protestieren wollen. Das heißt, wenn, nur zur Beobachtung, zur Dokumentation und zur Information von uns. Nicht zur Teilnahme. Ja. Dankeschön. Also diesen Beitrag. Also, die studentischen Vertreter, die sich im Moment im Gebäude befinden, einen Meter weiter von der Tür wegzugehen, dafür zu schließen und somit für mehr Ruhe zu sorgen. Wir!